Grillst du auch deine Versicherung? Hallo und herzlich willkommen, das ist der Christian von easyinsurance.ch. Schön bist du auch heute wieder dabei. Gefällt dir unser Kanal? Hier oben links abonnieren, da bist du immer up to date zum Thema Finanzen, Versicherungen und Steuern. So, es ist Zeit zum Grillen und es ist doch immer schön, man lädt sich gegenseitig ein zum Grillen, man legt eine Wurst, ein Stück Fleisch oder ein Gemüse in meinem Fall auf den Grill, ein kühles blondes Bier und genießt doch einfach zusammen den Abend. Aber Moment, was ist eigentlich ganz genau, wenn mal was passiert? Und welche Versicherung zahlt das? Das gebe ich euch heute in diesem Video anhand von ein paar Beispielen weiter. Das erste, sicherlich klarste Beispiel ist, wenn der Grill Feuer fängt. Kann durchaus mal passieren, Gasschlauch ist nicht richtig angeschlossen, das Fett entzündet sich, es gibt eine Stichflamme, man hat den Grill vielleicht im Moment gerade unaufsichtigt oder man sieht es nicht. Also kann passieren und dann brennen die Dinger natürlich extrem, weil meistens hast du dann noch eine gewisse Kohle, die ja auch grillt. Also, aufgepasst ist einfach, bei Gasgrills besteht natürlich sofort eine Explosionsgefahr wegen der Gasflasche. Ja. Also, wo kann ich das melden? Haushaltsversicherung im Grundsatz. Denn über die Grunddeckung Feuer gilt bei der Haushaltsversicherung auch die Deckung für deinen Grill. Also, wenn du das abchecken möchtest, ob du das wirklich versichert hast, dann nimm mir Kontakt auf, wir können das zusammen anschauen oder wir können das auch dann für dich noch entsprechend abschließen. Aber wenn du wirklich einen Grill in deinem Garten, Balkon stehen hast, ein absolutes Must. Das ist im Grundsatz mal der Punkt im Grundsatz, der sehr wichtig ist. Wenn etwas passieren würde mit der Hauswand oder Rußschäden, dann ist das Thema Gebäudeversicherung von deinem Haus oder von deiner Wohnung. Einfach aufgepasst, die Gebäudeversicherung allenfalls ist dann ja vom Besitzer und könnte entsprechend aber auch Regress nehmen, weil es deine Verantwortung wäre. Das wäre dann wieder ein anderes Thema im Grundsatz, wo dann über die Privathaftpflicht gedeckt wäre. Auch da, wenn du eine hast, super, wenn du keine hast, nehme mir Kontakt auf oder wir schauen es auch zusammen an. Dann kann es natürlich noch sogenannte Rußschäden geben. Und das ist im Grundsatz auch gedeckt, im Grundsatz. Gebäude und Mobiliar ist das eigentlich mit der Feuerdeckung mitversichert, aber aufgepasst, Rauchschäden, also wenn es eben eine Rauchentwicklung gibt, zum Beispiel du hast einen schönen Smoker, die sind ja zum das Fleisch rauchig zu machen bekannt, ist das nicht gedeckt. Also das musst du dann selber zahlen. Grob Fahrlässigkeit, immer wieder ein Thema. Und da mein Tipp, bevor ich das Thema anschneide, komm auf mich zu und ich schaue gerne in deine Policy, ob du es eingeschlossen hast oder nicht. Denn der Punkt ist beim Grillieren absolut matchentscheidend im Grundsatz. Wenn du die Grobfahrlässigkeit nicht eingeschlossen hast, kann das zu massiven Leistungskürzungen kommen im Grundsatz. Ebenso hier zusammenhängend die Entsorgung dann der sogenannten Holzkohle. Also wenn du die Kohle noch entsorgst, sofern sie noch warm ist und dadurch zum Beispiel ein Brand entsteht, ist das ganz klar grob fahrlässig, weil du hast nicht gewartet, wie lange die Kohle kalt ist. Also das ist im Grundsatz auch so ein Thema. Auch wenn du zu viel Brennsprit brauchst, beispielsweise zum Einheizen. Das sind so Beispiele, wo du im Grundsatz decken solltest. Dann natürlich noch die Beschwerden von Nachbarn im Grundsatz. Natürlich stört es vielleicht den anderen, wenn es nach Fleisch schmeckt und du bist Vegetarier. Zum Beispiel ich selber bin Vegetarier, mich stört es zwar nicht fest, dass wenn es nach Fleisch schmeckt, aber wenn es dann zu übermäßig ist, jeden Tag, jeden Abend, dann frage ich mich dann schon, ob die noch etwas anderes kochen können, aber das ist ein anderes Thema. Im Grundsatz
kann das natürlich Beschwerden hervorwerfen. Zuerst einmal Thema besprechen mit den Nachbarn und sagen, hey, ist es möglich, das vielleicht, keine Ahnung, zu anderen Zeiten zu machen oder vielleicht nicht immer zu Hause oder mal bringt ihnen das Kochen bei am besten. Und wenn es aber schon eskaliert ist, ist das ganz klar dann auch wieder eine Rechtsstreitigkeit, wofür du eine Rechtsschutzversicherung brauchen könntest. Und das würde ich dir dann auch noch anraten, unbedingt im Prinzip abzuschließen. Und last not least, ein Tipp von mir auch, wenn du Mieter bist, schau mal deinen Mietvertrag an, inwiefern bist du überhaupt erlaubt zu grillieren. Da kann ich dir nachher dann auch helfen, wenn du da Hilfe brauchst, komm auf mich zu. Grundsätzlich kann man sagen, checkt das mal in eurer Hausrat Haftpflichtversicherung, wie gut seid ihr gegen was versichert. Habt ihr hierzu Fragen oder möchtet ihr das mal durchleuchtet haben, stehen wir euch sehr gerne zur Verfügung. Nehmt mit uns Kontakt auf. Gefällt euch dieses Video, bitte liken, teilen, feedbacken und kommentieren. Habt ihr schon Erfahrungen zu diesem Thema gemacht, dann unten in die Comments. Seid ihr es noch nicht, dann easyinsurance.ch und ich wünsche viel Spaß beim Grillieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao!